Hallo ihr Lieben, also und weiter geht es mit dem Montag. Am Montag sind wir dann einen Check-Tauchgang machen gegangen, dass wir wissen mit den Kilos und tralala und trululu und habe natürlich die ersten Fotos gemacht. Atlantik ist eigentlich sehr ähnlich wie Mittelmeer, außer dass es mehr Fisch gibt noch hier und dass die Fische einfach mindestens doppelt so groß sind. Aber sehr viele Bewohner habe ich bereits gekannt. Und was mich sehr fasziniert hat, es hatte ganz viele Rochenbabys, also kleine Rochen, also nicht die Mobulas, einfach kleine normale Rochen. Und da war ich also schon wieder hin und weg von diesem Tauchgang, obwohl das für die nichts Besonderes ist. Aber für mich, ich habe noch nicht so oft im Atlantik getaucht. Also ich glaube erst einmal. Also meine meisten Tauchgänge sind ja im Mittelmeer. Dann am Nachmittag ging es dann los zum Hai, zum blauen Hai. Und also ihr wisst ja sicherlich von meinem Hai-Special, Haie sind sehr scheue Tiere und die interessieren sich nicht für Menschen. Jetzt, wenn wir die natürlich sehen möchten, tauchend, fotografierend am liebsten, dann muss man wirklich etwas tun, dass sie kommen, weil sie sind nicht am Menschen interessiert. Entgegen den Horrorszenarien, die man da im Film und im Fernsehen sieht. Also die werden gebaitet, also die werden angelockt mit toten Fischköpfen, also mit toten Fischköpfen, mit Fischköpfen, die schon bereits ziemlich übel riechen. Und das wird dann in so einen Plastiktank getan mit vielen Löchern drin und da wird auch immer so Fischsoße reingetan, einfach weil die sehr tief sind, diese Blauhaie, und dann kommen die dann an. An diesem Tag mussten wir sehr, sehr lange warten. Die waren zwar dann irgendwann da, aber halt das Schiff, der den blauen Hai quasi als erstes hat, der hat den halt, der kommt dann nicht zu den anderen Booten hin, der ist dann einfach da immer um diese Baitbox rum. Und sobald die dann weggehen, dann kann dann das nächste Fisch quasi den Hai übernehmen. Und wir waren halt eben nicht das erste Schiff und mussten dann 2-3 Viertelstunden warten. Ich werde ja leider seekrank, und weil unser Schiff gestanden ist und halt immer in dieser Dünung drinnen, und obwohl ich ein Medikament genommen habe, habe ich dann mein Essen noch was durch den Kopf gehen lassen. Mir ging es nicht so gut und ich habe dann eigentlich, wäre ich fast lieber nach Hause gegangen, und dann haben sie dann gesagt, ja, also jetzt sind wir dran. Durften uns dann bereit machen, ins Wasser gehen, und natürlich kaum ist der Hai da, ist alles vergessen, und wir hatten, glaube ich, etwa 3 verschiedene Haie, die da um uns herum gekreist sind, und wir haben natürlich alle super glücklich geknipst und getan und gemacht. Immer abends hatten wir dann Besprechung von unseren Fotos, die mussten wir unbearbeitet mitbringen, und Kurt war ein fairer, aber natürlich strenger Beurteiler unserer Fotos. Natürlich mit seiner, ist ja eigentlich quasi einer der ersten Unterwasserfotografen. Der hat natürlich, der sieht alles, also einfach alles, der sieht alles. Und ja, das war dann der Tag, der Montag. Es ist also auch nicht selbstverständlich, dass man Haie sieht, und von dem her sind wir sehr glücklich und sehr, sehr müde, weil unsere Fotobesprechung und die weitere Blitztechnikbesprechung, das war immer nach 22:30 am Abend, und wir haben alle ja 2-3 Stunden Zeitunterschied, also alle waren einfach immer fix und foxy und sind alles nur noch ins Bett geplumpst. Ja, das war der Montag.